Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ohne Passwort Apps im App Store herunterladen kann. Dafür geht ihr erstmal in den App Store rein und gibt beispielsweise irgendeine App an, die ihr sozusagen herunterladen wollt, wie zum Beispiel Chess. So, und dann geht ihr einfach auf die App rauf, drückt auf den Punkt herunterladen. Und wie ihr sehen könnt, lädt die App nun herunter, ohne ein Passwort eingegeben haben zu müssen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.